Ich bin Tobias Betz und ich fahre jetzt bei der M6 mit und mache eine Reportage für den Bayerischen Rundfunk. Und ich bin die Katharina Heudorfer, ich fahre auch bei der M6 mit und genau, bin auch beim BR. Wir werden einfach da anpacken, wo es ist. Also wir sind halt einfach Teil der Crew und werden da wahrscheinlich teilweise an Bord bei irgendwelchen Übungen mit dabei sein. Wir werden wahrscheinlich auch in der Küche aushelfen, werden putzen, werden irgendwie die Maschinen ölen, also alles Mögliche, was halt so anfällt. Deck schrubben. Ja klar, wir werden natürlich schon versuchen, mit auf das Schlauchboot zu kommen. Ist auch wichtig für den Film für uns. Wir wollen zeigen, wieso müssen sich Privatleute überhaupt für sowas engagieren? Wieso müssen sich Privatleute ein Schiff kaufen, vor der libyschen Küste kreuzen und ja im Endeffekt auch ein bisschen was riskieren, sowohl finanziell auch als ihre eigene Sicherheit, um Flüchtlinge in Seenot zu retten, also sie vom Ertrinken zu retten. Möglicherweise müsste ja da eigentlich auch eine staatliche Organisation helfen. Uns ist gesagt worden, ja, deswegen machen wir das, weil da der Staat versagt. Ja. Es sterben seit Jahren Tausende, Zehntausende von Menschen auf dem Mittelmeer. Wir finden, das ist ein unhaltbarer Zustand. Und wir finden es interessant, dass es aber eben Privatmenschen gibt, die, wo eben eine staatliche Organisation fehlt, da eben einspringen und versuchen, an diesem Umstand was zu ändern. Unser Film läuft voraussichtlich im Bayerischen Fernsehen am Sonntag, den 31.07. oder genau eine Woche später. Thank you.